Holy shit! Keine gute Idee, keine gute Idee. Fallschirm. Oh nein, oh nein, oh mein Kollege. Nein, oh Gott. Oh no, Alter, die arme Sau. Sehr verehrte Freunde, ich darf euch begrüßen zu einer weiteren Folge Rescue Mod. Gab es schon lange nicht mehr bei mir. Habe ich gerade reaktiviert. Wie ihr sehen könnt, stehe ich hier auf dem Dach. Neben mir der Medikopter 117 und ich habe noch einen Kollegen mit dabei. Den habe ich gespawnt über LSPDFA Plugin Partner Mod. Ich bin mal sehr gespannt, wie das so funktioniert. Das ist so eine Mischung aus einem Medic Mod und eben auch LSPDFA. Und unser erster Einsatz sieht so aus. Wir haben gerade eben den Anruf bekommen oder den Einsatz. Hier ist eine Person, die hat leider aufgehört zu atmen. Und dann müssen wir sofort hin. Das bedeutet rein in den Helikopter. Ich hoffe, der Kollege steigt ja auch gleich ein. Sehr gut, macht er auch. Und wie ihr sehen könnt, habe ich auch die Wilderness Callouts installiert. Deswegen kann ich hier mit, ich glaube, was war Steuerung U, die Helikamera benutzen, was auch sehr geil ist. Aber wir fliegen jetzt erstmal zu unserem Einsatzort. Wie gesagt, ich habe jetzt nochmal, ich mache das Menü nochmal auf kurz. Wir haben hier Person Not Breathing, okay. Kann auch sein, dass die Tante gleich wieder sprechen anfängt, nicht wundern. Das Skript hat so ein... ja, Text-to-Voice irgendwie Plugin drin und es klingt so ganz schrecklich, aber da müsst ihr jetzt leider durch, Leute. So, wir versuchen hier vorne mal ein bisschen runter zu gehen. Müsste auch hier direkt unter mir sein, die Person. Gucken mal, dass wir hier irgendwo einen Landeplatz finden. Das ist die größte Challenge, glaube ich, hier mit dem Helikopter. Auf der Straße will ich nicht landen. Ich glaube, wir nehmen hier die Wiese. So, aufpassen, dass wir jetzt nicht irgendwie Mist bauen. Sehr gut. So, Kollege, bitte mitkommen, mein Freund. Aufpassen, dass wir hier... Medic Air, eine Show im E-On Scene. Ja, seht ihr jetzt, wisst ihr, was ich meine. Medic Air, Scheile und Scene. Okay, ich habe leider keinen blassen Schimmer, wo die Leiche liegen soll. Leiche, Entschuldigung, ich meine natürlich die verletzte Person. Jetzt ist der schon bei mir tot. Ja, der Ralf kommt an mit dem Medic-Helikopter und schon ist die Person gleich tot, ne? Sehe ich nicht, Leute. Hallo, ist Ihnen alles, ist hier irgendwas, haben Sie Ihnen das aufgefallen? Wo ist denn, jetzt müssen wir die verdammte Person auch noch suchen, oder was? Ganz ehrlich, kann der nicht einfach hier irgendwo... Ich weiß ja nicht, wie das normalerweise ist, aber müsst ihr eure Verletzten auch immer suchen, wenn ihr irgendwie im Rettungsdienst seid? Schreibt mal in die Kommentare, ob das auch so eine Suche ist. Was ich halt echt gemein finde, ist, dass das Skript gerade hier wirklich das weggenommen hat. Hier drüben haben wir zwar eine Person. Ah, da steht Gegner, das wird ja nicht sein. Du, das war doch eigentlich hier irgendwo. Kumpel, halt mal die Augen offen. Wir müssen hier eine Person finden, die wir retten müssen. Ja, der Rucksack, seht ihr das? Sieht sehr geil aus. Wahrscheinlich bin ich wieder blind. Und der liegt eigentlich direkt vor meinen Füßen, nur wir sehen ihn nicht. Was war denn los, ey? Entspannt euch mal. Also Leute, ich hab leider keinen blassen Schimmer. Hier, ich sehe auch das vielleicht da drüben am Eingang. Oh, hier drin vielleicht? Hallo? Oh. Ah ja, da, guck mal, Leute. Da. Gleich mal hin, so hier. So, guck mal, was macht er denn da draußen? Er schaut mir zu bei der Arbeit. Okay, erste Videobelegungsmaßnahmen einleiten. Leute, nicht wundern, dass ich jetzt gleich sein Bein massiere und anhöre. Das liegt einfach daran, dass das Skript schon ein bisschen veraltet ist. Und deswegen die Animation nicht funktioniert. Oh ja, es funktioniert. Guck mal, Leute. 1%. Ja, sehr gut, Ralf. Weiter so. Ich weiß nicht. Ist es 2? Muss ich schneller drücken? Wie ist denn eigentlich die Regel beim Wiederbeleben und Beatmen? Schreibt mir das doch mal gerne in die Kommentare mit dem Hashtag Leben. Weil ich das schon, ich weiß es nicht mehr. Ich habe natürlich mal auch einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, wie wahrscheinlich viele, die jetzt auch einen Führerschein gemacht haben oder sowas. Aber ganz ehrlich, ich krieg den nicht zurück. 5%, wisst ihr was? Ich rufe mal Backup. I need backup! Und zwar... Ich rufe eine Ambulance. Ambulance, backup needed in the Spoochie Canals. Ich bin zwar hier Erstversorger, muss man so sagen, ja. Aber Leute, was passiert denn jetzt? Hol ich den gerade wieder zurück? Ich glaube, ich schaue den gerade an. Ich glaube, jetzt ist jetzt die Animation dran, wie ich ihn hochhebe. Pass auf, jetzt steht er gleich hier, oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, ja, das könnte eine... Sieht zwar ein bisschen aus, wie als würde ich jetzt hier gerade einen Geist behandeln. Release Patient und Scene. Take Patient to the Hospital. Nö, ich mach davon gar nichts. Ja, Leute, jetzt kommt ihr auch noch dran, oder was? Ich
bin mir nicht ganz sicher, was die jetzt von mir wollen, ne? Ich würde sagen, Release Patient und Medicare eine Show ME available. Medicare 1 respond to a cardiac arrest address is del perio FWY be advised person not breathing. Ich liebe das Zeug. Medicare 1 wurde wieder gerufen von der netten Stimme, die wir gerade gehört haben. Del perio freeway person not breathing. Alles klar. So, wo ist Del Perro Freeway? Ist auch wieder direkt um die Ecke. Wir haben aber... Warte, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ich wurde doch nicht dahin gerufen, oder? Del Perro Freeway müsste doch ganz woanders sein, oder? Ist das euer Ernst? Ja, das scheint wirklich so. Na gut, dann fliegen wir halt 3 Meter. Schauen wir, ob ich da vorne einen Platz finde. Oh, ich glaube, die Jungs haben es nicht geschafft. Seht ihr es? Ich glaube, ja, die Person ist leider verstorben. Jetzt hätte ich natürlich noch Corona holen können, aber ich habe leider in demselben Moment einen neuen Einsatz bekommen. Und ich kann ja nicht einfach mich um die Leiche kümmern, wenn es hier noch eine Person gibt, die Hilfe braucht. Es ist im Del Perro Plaza? Oder ist es hier hinter dem Gebäude? Guck mal, Rescue Helikopter im Einsatz, Leute. Ich sag's euch. Was war das denn für ein Funkspruch? Au! Nicht so geil. Attention all units, citizens report on Magellan Avenue. So, jetzt habe ich noch einen Polizeispruch reinbekommen, aber das ist mir erstmal grundsätzlich egal. So, hier vorne blinkt's auf jeden Fall. Jetzt bin... Das ist doch nicht dein Ernst. Ah, hier liegt er wirklich. Guck mal, hier Medic liegt die Person. Medic Air, eine Show im E und Scene. Ja, Medic Share, eine Show und Scene, ne? Ja, darf man nicht vergessen. Ich rufe aber gleich... Ich rufe aber gleich hier... First Responder dazu. Weil ich glaube, das kriege ich sonst nicht hin, Leute. Ich brauche Unterstützung. Oh, wir kommen da denn hier. Komm, pumpen, pumpen, pumpen. Hm. Ich hätte ihm gerne erste Hilfe geleistet, aber es scheint so, als würde ich aufgeben. So, könnt ihr hier irgendwas machen, Jungs, von der Feuerwehr? Ich bin schon total verzweifelt und mein Kumpel, der schaut mich auch bloß an. Ich würde sagen, First Responder... War die falsche Wahl, Leute. War leider die falsche Wahl. Kann ich denn hierüber auch schon... Nee, Corona muss ich über das Funkmenü hier anscheinend rufen. Der ist nämlich leider RIP, meine Damen und Herren. Ich glaube, das war's, ey. Ich kann kein Wusste Corona. Patcheck? Kann ich einen Patcheck machen? Oh, guck mal, ich krieg sogar von der Person hier Jaden Shakur eine Info. License expired. Dann gucke ich auch mal, ist heute eigentlich auch hier das Pad funktionieren. Ah, sehr gut. Guck mal, ich kann sogar den... Pad Record hier angucken. Achso, gerade nicht. Wie heißt er? Jaden Shakur. Last Name ist Shakur. Jaden. Oh oh. Ja gut. Was haben wir denn? Hier haben wir irgendwelche Informationen bezüglich einer Vorerkrankung. Hier steht eigentlich nichts drin. Ist nicht auf Probation. Probation ist, glaube ich, wie nennt sich das in Deutschland? Ich wusste es doch mal. Ach, schreibt mir in die Kommentare. Verdammt nochmal, mir fällt es gerade nicht ein. Was heißt Probation? Also aber was mit der Polizei, nichts mit der Krankheit. Aber er hat auch kein auffälliges Krankheitsbild. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, ich hätte gedacht, ich könnte hier Fire Department, Playcheck, ich krieg hier keinen Corona. Ich rufe mal eine Ambulance. Und ich habe auch noch eine Air Ambulance hier zur Auswahl, aber ich krieg keinen... Corona hier gerufen anscheinend. Gut, dann würde ich einfach sagen, überlassen wir die Einsätze den Notärzten, die wir hier rufen, die dann mit der Person eben sich beschäftigen. Wenn sie auch mal hier vielleicht herkommen würden. Ja, er redet nur über Tequila. Ganz ehrlich, ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Person einfach tot ist. Die machen mit dem nichts mehr. Und jetzt, ich muss mal rausfinden, wenn ich das hier nochmal spiele, wie ich den Corona hier aktivieren kann. Weil das wäre schon wirklich eine coole Sache. Aber den sehe ich leider nicht. Gut, weil ich will die Person nicht einfach am Boden liegen lassen. Ist ja auch ein bisschen bescheuert, oder? Wir können es nochmal kurz versuchen hier. Ah, ich glaube, das wird nichts, Leute. Das wird, glaube ich, leider nichts. Also wir machen nochmal das Menü auf, während mein Kollege einfach zuschaut. Wie gesagt, ich presse... Was hat er schon 200%? Was ist denn das für eine Anzeige? Ja gut, da haben wir erledigt. 200%. Stehen wir bitte wieder auf. Also,
der einzige Nachteil an diesem Mod gerade ist eben, dass er schon veraltet ist und nicht mehr aktualisiert wird. Ich bin ganz froh, dass es überhaupt funktioniert. Wir können auch übrigens ganz normal mit dem Medic-Wagen fahren, also EMS-Dienst allgemein machen. Ja, das sieht aus, als hätten wir ihn verloren. Und ich kann auch Baywatch machen, also am Strand sozusagen. Ja, Victim is dead, update your status. Okay. Ich glaube, das ist unser neuester Einsatz hier. Der geht gleich weiter. Oder ist es der alte? Update your status war... Muss ich kurz überlegen. Ich muss die Taste E drücken. Ne, muss ein Stück weg, nicht, dass da wieder was passiert. Ah, nein, ich hab's gewusst. Habe ich mich direkt hingeportet, verdammte Axt. Ja, das wollte ich natürlich nicht. Das Problem ist auch dieses... Das, wie gesagt, ist alles ein bisschen... Komm, steh jetzt auf hier, komm. Das ist auch nicht... Normalerweise geht mit M das Mod-Menü auf. Das tut sie leider auch nicht. Komm, wir haben jetzt genug hier rumprobiert. Jetzt sei bitte nochmal entsetzt und dann gehen wir auch wieder. So, haben wir es jetzt bitte geschafft, ja. Bist du jetzt zufrieden? Darf ich jetzt wieder gehen? Ich meine, mir tut es leid, dass ich die nicht retten kann, ja. Also ich versuche auf jeden Fall jetzt nochmal einen zurück ins Leben zu holen. Aber es gibt halt einfach so Momente, da, was willst du da machen? Okay, ja, guck mal hier. Update Status. Medic Air, eine Show ME available. Available. Ah, diese Stimme ist wirklich ein Traum, Leute. Medic Air 1, we have been reported of a missing parachutist around Senora, we be advised Park Ranger on scene. Was ich verstanden habe ist, wir haben Park Ranger und es wird ein... Was wird vermisst? Ein Fallschirmspringer, glaube ich. Parachute habe ich noch gehört. Wo ist denn das jetzt hier? Oh, oh. Okay, das wird ein längerer Flug, meine Damen und Herren. So, dann fliegen wir mal ein bisschen über den Highway. Geht ja auch schon echt schön. Ansonsten, meine Freunde, mal was nebenbei. Es ist ja ein Rescue-Mod, es geht um Gesundheit. Ich hoffe, euch da draußen geht es so gut wie mir. Ich persönlich habe überhaupt keine Beschwerden zurzeit. Kriegt es auch ganz gut hin, zu Hause zu bleiben mit dem Coronavirus. Wie ihr wisst, produziere ich natürlich jetzt auch wieder mehr Videos. Deswegen auch meine Bitte an euch da draußen. Unterstützt mich doch, soweit ihr könnt. Und es wäre sehr nett, wenn ihr auch regelmäßig meine Werbung schaut. Macht doch bitte den Adblocker aus. Dann verdiene ich mein Geld damit mit YouTube und kann auch zu Hause bleiben und täglich neue Videos machen. Wir zum Beispiel heute auch zwei. Und ich möchte natürlich auch in Zukunft wieder neue Mods ausprobieren oder alte mal wieder reaktivieren. Weil es gibt so viele coole Sachen da draußen, die man wirklich spielen kann. Aber eben, wenn man die Zeit nicht hat oder das Geld einem einfach fehlt, dann ist es natürlich ein Problem. Deswegen meine Bitte an euch. Wenn es okay ist für euch, schaut die Werbung. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich unterstützt. Und wer vielleicht den einen oder anderen Euro übrig hat, werde doch bitte YouTube-Member. YouTube-Membership bedeutet, dass ihr hier einen speziellen Rang bekommt. Ihr habt Icons im Chat, wenn ich livestreame oder wenn eine Premiere läuft. Und bei mir in meinem Discord bekommt ihr auch eine spezielle Rolle zugewiesen, dass jeder sehen kann, dass ihr mich und meinen Kanal supportet. Herzlichen Dank an alle, die die Werbung gucken und auch die YouTube-Member sind. Das macht mich wirklich stolz, solche Leute wie euch auf meinem Kanal zu haben. Und ich bin sehr dankbar über die Zuwendung und Unterstützung. Ich bettle nicht um Kohle, bitte nicht falsch verstehen. Aber die Leute, die das wirklich machen für mich und es von Herzen tun, denen bin ich einfach sehr dankbar. Und ich möchte das einfach mal ausdrücken und es soll jetzt keine Schleimerei sein. Das meine ich einfach ganz ernst, weil es mir wirklich viel bedeutet. Vielen Dank dafür. Hashtag Liebe in die Kommentare. So, unser Helikopter ist gleich vor Ort. Wir hatten ja den Einsatz, dass wir anscheinend ein Parachute war das, Missing, also ein Paraglider oder ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall scheinen wir hier auf diesen Berg zu müssen. So, mein Partner wird gleich ganz schlecht, wenn ich hier so weiterfliege. Ich glaube, wir müssen mal die Kamera benutzen, weil es ist hier ist ein großes Suchgebiet, oder? So, wir schalten mal die Kamera ein. Zoomen mal ein bisschen. Was haben wir hier unten? Nichts Spezielles. Oh, guck mal, ein Vogel. Der fliegt auf jeden Fall komisch. ein bisschen ein komischer Vogel. So, jetzt mal gucken. Ich hatte doch auch hier, glaube ich. Nein, Update Stakers, das wollte ich nicht. Ah, es gibt sogar Helikopter-Options. Guck mal, was ist das denn?
Turn Spotlight. Oh, guck mal. Hover. Nein, das habe ich jetzt gemacht. Habe ich Hover angeklickt? Ich glaube schon, ne? Sehr geil. Ja, es gibt also doch noch coole Optionen, Leute. Jetzt frage ich mich nur gerade, wie habe ich dann das Menü aufgemacht? Weil die Hover-Option, jetzt stehe ich hier nämlich direkt in der Luft. Das ist ganz geil, um eben diese Kamera zu benutzen. Aber ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich hier wieder rauskomme. Und die Frage ist halt nur, wie benutze ich das Menü? Also ich, wie gesagt, ich glaube, der Spot ist nicht so geil hier gerade. Jetzt kommt dieser Vogel hier wirklich so hochgeflogen. Was ist denn los mit dem? Jetzt muss ich mal schauen, was für Möglichkeiten habe ich denn? Nee, das Telefon ist es nicht. Hätte er sein... Ja, hätte er sein können. Mal alles ausprobieren. Ich drücke gerade alle Numpad-Tasten. Aber das war es leider auch nicht. Dann drücken wir nochmal M. Ah, länger drücken. Und jetzt sage ich hier mal Helikopter-Options. Hover aus. Ja, das funktioniert. Na, nicht die Suche öffnen, nein. Drück nochmal M. Helikopter Options und Enter drücken. Enter tut's nicht. Ich muss leider ein bisschen ausprobieren, Leute. Validate your choices F5. Jetzt habe ich CompuLight aufgemacht. Vehicle Records, das wollte ich doch auch nicht. Ich glaube, ich habe ein Problem. Und zwar komme ich jetzt hier aus diesem Hover-Menü nicht mehr raus. Ist natürlich ganz geil, muss ich sagen. Aber ich krieg hier Stop Following Victim. Es ist auch nicht. Rappel Down. Komm, jetzt probieren wir das einfach mal. Holy shit! Keine gute Idee, keine gute Idee. Fallschirm. Oh nein, oh nein, oh mein Kollege. Nein, oh Gott. Oh no, Alter, die arme Sau. Ja, Rappel Down, danke dafür. Wisst ihr, was das Problem ist? Den Helikopter, den ich da reingemoddet habe, der hat keinen Rappel Mod. Der hat einfach keine... Funktion, um zu rapen. Deswegen... Au, 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 au. Ach Gott, Ralf, Alter. Good job. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut.